Guten Morgen, Tag 21 ist geschafft mit gestern Abend. 3 Wochen haben wir schon und wenn der heutige Tag vorbei ist, dann ist Bergfest und wow, wie schnell die Zeit vergeht einfach. Gestern war bei mir esstechnisch ein bisschen merkwürdiger Tag, weil ich einfach mega Appetit hatte und den ganzen Tag essen wollte. Ich hatte jetzt nicht Appetit auf die Sachen, die wir zurzeit nicht dürfen, sondern einfach so. Also ich habe mich dran gehalten mit lauter Kleinkram. Insgesamt wieder nicht viel, aber halt die ganze Zeit. Also ich habe mein normales Frühstück, Haferflocken, Leinsamen, Milch gestern. Dann hatte ich ein paar Maiswaffeln. Dann mittags halt den Rest von den Vollkornspaghetti mit Pesto, Krabben und Pinienkernen. Dann hatte ich noch eine Scheibe Dinkel-Vollkornbrot mit Frischkäse, dann eine ganze Menge Möhrchen, also so kleine, dann Kirschtomaten, einige Reiswaffeln mit Frischkäse oder Essig und Frischkäse, ein paar Wasa Crisp, bisschen Käse, bisschen Schinken, also irgendwie durchgehend meinte ich wohl dauernd, ich müsste irgendwas essen. Keine Ahnung warum, ist halt so. Sport habe ich gestern auch gemacht, bin mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Ich habe 20 Minuten Ausdauer gemacht und einen Rumpfzirkel. Ansonsten war natürlich traumhaftes Wetter gestern. Ich habe auch eine Stunde in der Sonne sitzen können. Und dann war hier irgendwie alles rot. Ich dachte schon, nein, hast du jetzt den ersten Sonnenbrand eingefangen, aber ist wieder weggegangen zum Glück. Gestern Abend kam ja dann der Bericht auf dem ZDF, die Wahrheit über Fitness. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, also interessant auf jeden Fall, aber hatte Sorge, dass da irgendwelche neuen Erkenntnisse zutage gebracht werden, die für meinen Job nicht so förderlich sind. Aber eigentlich viel wirklich Neues war es für mich nicht. Also man sprach eigentlich allem, was ich bisher wusste. Auch, dass man mit Krankheiten Sport machen soll, das fand ich gut und richtig, weil alles ist besser als nichts zu tun. Diese High-Intensity-Methode fand ich interessant, ist sicherlich was, was man mal ausprobieren kann. Das Barfußlaufen fand ich auch sehr interessant, obwohl mir da auch wieder einfällt, ich wollte ja wieder regelmäßig laufen, ist aber jetzt auch irgendwie schon wieder 2,5 Wochen her oder so, glaube ich. Aber okay. Auf jeden Fall war es echt interessant und ich war froh, dass ich es auf dem Livestream gucken konnte, weil ich ja bis 9 Uhr arbeiten musste. Ansonsten Business as usual. Ich habe jetzt heute Morgen schon mal die so eine Polenta vorbereitet, also was mit Maisgrieß ausprobieren, damit ich die heute Mittag dann weiterverarbeiten kann, weil eine Stunde Mittagspause ist ja dann doch nicht so viel. Deswegen habe ich da schon mal was vorbereitet. Ist bei mir alles normal und ich warte immer noch auf den Tag, wo ich mal das Gefühl habe, wahnsinnig zu werden. Aber ich bin froh, dass es läuft, wie es läuft. Und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen, schönen, sonnigen, gut gelaunten Bergfesttag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüsschen, die Jungs.